Bussard Falken. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder wurden in Patagonien gedreht. Bussarde sind mittelgroße Greifvögel aus der Familie der Habichtartigen. Der Name setzt sich aus den mittelhochdeutschen Wörtern Busse, gleich Katze, und Ar, gleich Adler, zusammen, bedeutet also Katzenadler. Vermutlich bezieht sich dies auf den Ruf des Mäusebussards. Bussarde sind breitflügelige, kurzschwänzige Schwebeflieger. Im Aussehen ähneln sie der Gattung Aquila, unterscheiden sich jedoch durch die geringere Größe und weitere Merkmale. Der Schnabel ist vergleichsweise kurz und von Anfang an gebogen. Nur 3 bis 4 der äußeren Handschwingen haben an der Innenfahne eine deutliche Verengung. Die Beine sind beim Großteil der Arten unbefiedert, 4 Arten weisen eine Befiederung der Rückseite auf. Das Gefieder ist oft auf der Unterseite quer gebändert. Die Weibchen sind meist etwas größer als die Männchen, dieser Sexualdimorphismus ist weniger stark ausgeprägt als bei der Gattung Accipiter. Farbdimorphismus und Polymorphismus sind häufig. Bis auf wenige Ausnahmen sind Bussarde wenig spezialisierte Jäger von Kleinsäugern, besonders Mäuse, und Vögeln. Zu ihrem Speiseplan zählen aber auch Regenwürmer, Insekten, Reptilien und Aas. Ihre Beute schlagen sie fast immer am Boden. Entweder stürzen sie sich von einem Ansitz auf sie, oder sie gehen vom Segelflug und kurzem Rüttelflug, bei Mäuse- und Raufußbussard, in den Sturzflug über. Die Gattung der echten Bussarde, Buteo, umfasst 28 Arten, eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu, jedoch ist bei einigen Unterarten die Anerkennung als eigenständige Art Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. Mit Ausnahme der Australis ist die Gattung weltweit verbreitet, die größte Artenvielfalt besteht in der Neotropis. In Mitteleuropa brüten nur 2 Arten dieser Gattung, der Mäusebussard, Buteo buteo, und der Adlerbussard, Buteo rufinus. Der hochnordische Raufußbussard, Butelagopus, erscheint regelmäßig als Wintergast. Der Wespenbussard ist kein Mitglied der Gattung Buteo, sondern gehört der Gattung Pernis an.